Mahlzeit, Freunde! Willkommen zum neuen Video. In diesem Video geht es darum, wie kann ich einen Käfer hinten 6 cm tiefer legen. Also ganz easy, einfach zerlegen, versetzen, zusammenbauen, gleich 6 cm. Und das zeige ich euch im heutigen Video. Auf geht's! So, als erstes müsst ihr hinten das Achsrohr abmachen mit den 3 Schrauben. Das seht ihr dann bei euch am Auto. Und müsst das Handbremsseil aushängen, damit ihr nachher die Achse hier weggeschoben bekommt. Sonst kriegt ihr die hier nicht drüber. Und dann fangen wir jetzt an, die 4 Schrauben hier zu lösen, damit ihr dann seht, wie es dahinter aussieht. Wichtig ist noch zu sagen, besorgt euch gleich neue Manschetten für die Achsrohre. Wenn ihr die Achsrohre nach so langer Zeit so tief nach unten fallen lasst, kann es gut sein, dass sie einreißen und undicht werden. So, jetzt fangen wir erstmal an, das hier auseinanderzunehmen. So, als erstes die 4 Schrauben. Das müsste 15er Größe sein und dann den Deckel abschrauben. So, jetzt ist der Deckel gelöst und ihr müsst aufpassen, das Schwert liegt hier noch am Anschlag. Wenn ihr das gleich rausnehmt, nehmt ihr alle Körperteile weg. Das kann echt wehtun, da haben andere schon hier einen halben Finger gelassen. Also hier alles freilassen, den Deckel runter, so. Und dann, wie gesagt, hier alle Körperteile weg. Und dann hier drunter das Schwert erstmal hier drüber hebeln. Zack, seht ihr, und das war ein Knall. Wenn da irgendwie ein Körperteil drunter wäre, herzlichen Glückwunsch. So, jetzt nehmen wir dieses Gummi hier noch runter. Ja. Und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert und was ihr machen müsst. So Leute, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ich mache jetzt hier erstmal alles sauber und wische das Fett weg. Ja. Dass ich das hier gut erkennen kann. Jetzt ist es wichtig, dass ich mir hier eine Markierung setze, einmal auf dem Drehstab und einmal hier auf dem Schwert. Jetzt gucke ich mal, ich habe hier einen Stift, aber ich glaube, der kann nichts mehr. Wäre natürlich jetzt zum Zeigen genauso schlecht. Ja, was habe ich denn jetzt da gemacht? Mal eben anderen nehmen. Nein, das ist doch auch nichts. Moment! Wir nehmen jetzt von diesem Punkt aus hier, ich hoffe, ihr könnt das sehen, das hier. So. Machen wir uns jetzt hier eine Markierung. Oder noch besser, was noch viel besser geht. Moment. Das habe ich sonst auch immer so gemacht, teilweise. Ihr setzt euch an den passenden Punkt. Ich möchte das jetzt hier haben, dann kann ich das gut orientieren. Klein, kleiner Punkt. So. Da habe ich jetzt den Körnerpunkt zu dem Teil. Und jetzt muss ich euch mal leicht zur Seite setzen, sonst habe ich hier keinen Platz. Moment. So, ich hoffe, man kann das jetzt noch gut erkennen. Ja. So, wichtig ist, dass das Innere, dass das Achsrohr drin bleibt. So. Und dann ziehe ich das Schwert nach außen raus. So. Ja, und jetzt merke ich gleich, dass die Verzahnung weggeht. So. Zack, da ist er weg. Und jetzt gehe ich einen hoch. Da bin ich wieder drin. So, jetzt drehe ich das Gummi da noch passend. Oder wenn ich neue Gummis nehme. So, und schon ist das Ding 1 cm tiefer. Wenn ihr jetzt vom Körnerpunkt schaut zum Strich, ist das genau einer. Wenn ihr euch jetzt unsicher seid, nehmt es nochmal raus, dreht einen runter, steckt es nochmal rein, schaut, Körnerpunkt und Strich passt. Also, zack, einen
rauf, rein. Schon ist der Käfer 6 cm tiefer gelegt. Jetzt bauen wir das wieder zusammen und machen das auf der anderen Seite genauso. Wie gesagt, das muss ich euch nicht zeigen. Es ging nur darum, von wegen, so einfach ist es, das Ding 6 cm hinten tiefer zu legen. Ich würde noch sagen, nehmt neue Gummis, fettet die auch ein bisschen ein. Die sind schon ein bisschen verbraucht hier. Nehmt da ruhig neue Gummis, wenn ihr das macht. Also bestellt euch die Gummis auch gleich neu. Wenn ihr das Schwert ganz rauszieht, um das Gummi zu tauschen, braucht ihr ja keine Angst haben, ihr habt ja hier die Markierung. Ihr könnt euch hier noch einen Strich machen oder hier, aber braucht ihr eigentlich nicht. Ja, das war jetzt quasi, wie lege ich einen Zentimeter, das war jetzt, wie lege ich einen Käfer 6 cm tiefer. Wenn ihr das genauer tiefer legen wollt, in genaueren Schritten, habe ich vor einem Jahr, anderthalb Jahren schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr bei mir oder ich verlinke das unten in der Videobeschreibung. Ne? Ja, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer ein Like oder ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, ich baue das jetzt noch zusammen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!